Hi Leute, was geht und willkommen zu dem Video auf meinem YouTube-Channel GamerCodes. Ihr seht es, ich bin nicht in meinem normalen, sag mal, Space-Background, wo ich sonst immer bin, nämlich zu Hause, aber am Schreibtisch und zocke Games, sondern ich bin mal hier draußen in der Natur. Warum bin ich hier draußen in der Natur? Weil das ein besonderes Video ist, wo ich euch Besonderes oder etwas Besonderes mitteilen möchte. Denn dieses Video wird erstmal das letzte Video auf diesem YouTube-Channel GamerCodes sein. Ja, der YouTube-Channel GamerCodes wird jetzt fürs Erste offline gestellt. Also er wird nicht offline gestellt, die Videos bleiben da, aber der Channel wird nicht mal weiter betrieben. Also ja, dementsprechend ist das letzte Video auf meinem YouTube-Channel. Ja, wie immer, ihr kennt das schon von Anfang an, seit dem 3.2.2016, ich mache mir keine Scripts. Deswegen ist das auch komplett freigesprochen. Und gerade bei sowas finde ich es auch offen gesagt einfach wichtig. Ehrlich und frei ist das Beste. Ja, es ist viel passiert in den letzten Monaten. Gerade bezüglich Gamer-Accounts. Und ich hatte das immer im Hinterkopf. Du willst nicht ganz mit YouTube aufhören. Mach noch was draus. Weil ich habe seit 2016 bis jetzt Anfang 2022 aktiv YouTube gemacht. Das sind 6 Jahre, bei denen ich mehr oder weniger aktiv als YouTuber präsent war. Und es war so eine dermaßen geile Zeit mit YouTube, die ich da erleben durfte. Was ich auch alle kennenlernen durfte. Das war echt wahnsinnig toll, die ganzen Games, die ich mit euch gesorgt habe. Es hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vor allem die Community-Projekte, dazu gleich noch mehr. Und deshalb war es mir einfach direkt so sicher, dass ich nicht aufhören müsste mit YouTube. Das war einfach 100.000% klar. So, hey, ganz weggehen von YouTube kann ich nicht. Jetzt habe ich das Problem, dass GamerCodes einfach wirklich tot ist. Und ich offen gesagt, auch der hat einfach nicht die Ressourcen und Zeit habe, viel zu tun für GamerCodes. Weil ich mein Abitur vorhabe zu schreiben, dann zu studieren. Also in den nächsten Jahren habe ich privat noch einiges viel zu tun. Da kommen noch ein paar andere private Umstände dazu, die mein Leben um 100.000-fach besser und toller und schöner gemacht haben. Aber auch wirklich viel Zeit kostet. Ich natürlich wirklich gern investiere, aber was einfach auch noch dazu kommt, muss man einfach so sagen. Ja, und deswegen habe ich mich länger jetzt hingesetzt mit ein paar Reader-Freunden, aber auch ein paar Admins aus meiner Community und haben gesagt, hey, lass mal uns zusammentun und einen neuen YouTube-Channel aufmachen. Von Grund auf einen neuen YouTube-Channel, der einfach richtig wild wird und der auch hoffentlich gut laufen wird. Und da ist das Entscheidende, dass da meine Vision, mein Gedanke, den ich damals schon mit dem GamerCodes YouTube-Channel hatte, endlich gesagt umgesetzt werden kann. Denn wie ich damals mein YouTube-Channel GamerCodes eröffnet habe, war ich der festen Überzeugung, dass ich den Channel nicht alleine machen werde. Sondern immer ein, zwei Freunde dabei sind und wir einfach zusammen uns aufnehmen, wie wir zocken und das hochladen. Das ist mein Grundgedanke von GamerCodes. So kam auch der Name GamerCodes übrigens zustande. Ich weiß noch, ich habe damals mit Christa mal einen YouTube-Channel eröffnet und wir haben uns ganz am Anfang überlegt, wie sollen wir den Channel nennen? Ein sehr wichtiges Schritt, wenn man mit YouTube anfängt, natürlich erstmal überlegen, wie nennt man denn seinen Channel? Ja, da haben wir erst dran überlegt, wie wir nennen könnten. Dann kam mir auf die Idee, ihn GamerCodes zu nennen. Warum GamerCodes? Also einfach, wir saßen auf einer Couch und haben Games gesorgt. So entstand der Name GamerCodes und das war auch Sinn, dass ein paar Leute auf der Couch zocken und Games zocken und wir uns beim Games zocken hochladen. So entstanden damals auch ein paar witzige Projekte, die letztendlich leider auf dem Channel nicht mehr existieren und ich auch Manifest-Button und noch sehr spare Parts davon habe. Nämlich einmal Nintendo Land, was ganz am Anfang dabei war und Minecraft war auch ein relativ schneller bei einem Projekt, wo Christian dabei war. Nintendo Land war sogar so alt, dass ich es damals noch mit meiner Kamera abfilmen musste. Mit dem alten Samsung Galaxy S4 Mini. Muss man was mal geben, was es damals für eine crazy Zeit war. Da hatte ich noch nicht mal einen Capsa-Card. Also ihr seht schon, lange, lange her. Dann habe ich irgendwann mein erstes Capsa-Card gehabt. Chris kam dazu, war ein paar Videos dabei, aber so durchgezogen als roter Faden. Das ist mit mehreren Leuten Displays macht. Hat es dann letztendlich nie. Es waren zwar hier und da immer wieder Gäste dabei und ich habe wirklich auch den Wert darauf gelegt, einfach viele Kontakte mit einzubinden. Sei es dann irgendwelchen Special Streams, wie den Silvester 2019 Stream,
meine 12-Stunden-Streams, mein einwilden 24-Stunden-Stream, den ich damit ins Hand gemacht habe, dazu besser mehr und vieles mehr. Mir war es also auch sehr wichtig, dass immer auch Gäste einfach präsent waren. Denn Fakt war, Gaming ist meiner Ansicht nach etwas, was mit mehreren Leuten. Und sich alleine hinzusetzen, in Games zu streamen, zu zocken, war halt auch nie so 100% das, was ich eigentlich machen wollte. Letztendlich hat das Gamer-Account halt doch phasenweise erst sehr krass zu dem entwickelt. Noch dann kam der eine entscheidende Hinweis damals von einer Abonnentin, von der Ellie Kassau 44 oder so ähnlich. Ich weiß noch bis heute. Und die hat mir mal gesagt unter einem Video kommentiert so, ey David, ich finde deine Videos echt toll, aber probier mal live zu streamen. Mit Livestreams wirst du auf ganz schnelle Weise 100 Abonnenten haben, weil du damit einfach mehr Zuschauer findest, die mitzocken wollen. Ja, dachte ich mir, gar nicht so eine blöde Idee. Probier's doch mal aus. Du hast das Equipment, du hast einen PC, damals doch meinen alten Trash-Laptop, aber immerhin, es hat geklappt. Es hat geklappt, dass ich über ein Jahr mit meinem Trash-Laptop gestreamt habe. Und die Streams sind immer noch online. Und oh mein Gott, waren die damals cringe am ersten Streams. Sei es Splatoon 1 damals noch. Ich habe einen riesen Haufen Episoden von Splatoon 1 aufgenommen, die anders wild waren. Und dann kam Minecraft dazu, wo ich Minecraft gesockt habe. Und dann hat es etwas aufgebaut. Es war mir damals noch gar nicht mal klar, dass ich überhaupt sowas aufbauen könnte. Es ist eine Community. Und das war, ich will nicht sagen, viel besser, aber mindestens genauso gut und hat meinen Grundgedanken wiedergespiegelt, den ich in den YouTube-Channel GamerCots reingesteckt habe, zusammen mit anderen Leuten Videogames zocken. Meine Passion, meine Motivation, einfach mein Lieblingshobby. Ja, und daraus ist GamerCots geworden. In Phasen hat sich viel getan. Ich habe zuerst dann 100 Abonnenten bekommen, dann 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, bis es dann soweit war und ich auf einmal die 1000 Abonnenten erreicht habe. Ich weiß noch, das war damals echt wahnsinnig krass, wie wir das erreicht haben, dass dann auf Minecraft damals gefeiert haben, Feuerwerk in Luft gejagt haben und vieles mehr. Das war wirklich mitunter einer der krassesten Momente, die ich bis jetzt in meinem Leben hatte, wo ich die 1000 Abonnenten erreicht habe und ihr als Community im Chat abgegangen seid. Das war Wahnsinn. In Minecraft Feuerwerk gestartet, Kuchen und Minecraft verteilt, Emojis in den Chat. Es war einfach so surreal. Mit wirklich die beste Erfahrung bis jetzt auf YouTube und wirklich eine von dem es am meisten geprägten Momenten, die ich mir jetzt in meinem Leben hatte. Und das habe ich alles zu verdanken. Ja, ich habe 1000 Abonnenten also bekommen. Dann kam der gute Sam dazu, der auch viele Videos gemacht hat, was relativ lang gut ging, bis dann der gute Misse kam, erinnert euch, und dann haben die beiden das ganz in die Wale bekommen, gerade auch intern auf Discord, gehe ich nicht genauer drauf ein. Dann ist Sam leider andere Wege auf YouTube weitergegangen, privat sind immer noch erst gut befreundet, aber auf YouTube war er leider nicht mehr so viel dabei. Aber der gute Missy war nach wie vor regelmäßig mal dabei und der ist auch einer mit ein paar anderen Leuten, wo er gesagt hat, komm, wir machen jetzt einen eigenen wilden YouTube-Channel auf und wir planen da was Großes. Wir planen da was Großes, was nicht nur YouTube und Twitch involviert, sondern auch andere Plattformen und vieles mehr. Wir haben crazy, crazy Plans. Ich konnte jetzt in so dermaßen viel Sachen ankündigen. Mache es aber noch nicht, weil ich das nicht alleine machen will und mit den anderen noch aufpassen sollte. Weil das ist auch so eine Änderung. Ich muss mein Ding nicht mehr alleine durchziehen. Heißt aber auch, ich spreche natürlich mit den anderen ab und so weiter. Und ja, was ich aber ankündigen kann, ist, dass wir nächste Woche Samstag, das ist der 26., wenn mich alles täuscht, genau, heute ist Mittwoch, der 25., am Samstag, den 26., hoffe ich zumindest alle jetzt die Woche Samstag, werden wir starten mit dem neuen YouTube-Channel. Wie der heißt, alle weiteren Informationen werden noch bekannt gegeben, auch wo ihr den erreichen könnt. Ich werde rechtzeitig, wahrscheinlich am Freitag, Links rein posten auf YouTube und auf Discord und in die WhatsApp-Gruppe. Dann könnt ihr als meine noch lebende Community darüber swappen, damit wir dann gemeinsam eine noch weitere, noch größere, noch tollere Community aufbauen können. Und ich bin mir sicher, dass wir das auch hinbekommen werden. Wir werden am Samstag erstmal starten mit dem Auftaktstream, das nächste Mal, wo wir bei mir mit allen realen, also das heißt real, real sind alle, aber hier vor Ort ansässigen Kollegen, mit denen ich den Channel gemeinsam betreiben werde, uns einfach mal aufwenden werden, gemeinsam bei Games hoffen werden. Und dann werden wir schauen, wie sich das Ganze entwickelt. So, und wuppdiwupp ist es viel dunkler geworden. Ich musste dann das Server cutten, weil mein Handy ist bald voll gelaufen. Ich sehe mir Aktien. Professionell so hier vom ersten Video. Ja, ich wollte eigentlich nicht mal viel sagen.
bis hauptsächlich Lukas auf Danke für die tolle Zeit auf Gamer Couch. Zwar gerade zum Reden von meinem neuen YouTube-Channel, was eine wilde, wilde Sache wird. Wir müssen mal ganz bisschen zurückstellen, denn es folgt mir jetzt, bevor es dunkel wird und ich noch erfriere, wirklich nur bei allen Abonnenten bedanken. Ich habe so dermaßen viel tolle Zeit auf YouTube erlebt über die letzten Jahre. Das ist erst Wahnsinn. Die ganzen Abonnenten, ich weiß noch, meine ersten Abonnenten, die ich bekommen habe, weil die Abonnenten, die mich dazu gebracht haben, mit dem Livestreaming anzufangen, was auch einer von meinen Schlüsselmomenten war, so hey, David, fang an live zu streamen, das wird die Abonnenten reinspülen, wie ich das schon erzählt habe. Und dann hatte ich die 1000 Abonnenten, das war Wahnsinn. Und das war nur ein Beispiel von vielen tollen Sachen, die mir passiert sind. Und ganz, ganz krass nicht zu vergessen war die Sache mit der Gamescom, die ich unbedingt auch nochmal erwähnen will. Und da steht auch ein Riesendank, wirklich nochmal kann raus an dieser Stelle. Das war auch ohne euch nicht möglich gewesen. Denn ich habe damals 2016 auf die Gamescom-Videos von der Nintendo reacted. Und das hat einer von den Producern, die das Zeug produzieren, darauf aufmerksam geworden. Ich habe mich dann daraufhin angeschrieben. Da bin ich ein bisschen in Kontakt gekommen und dadurch bin ich dann Pressetickets bekommen für die Gamescom. Man könnte Gamescom 2019 Nintendo Games ausprobieren. Und das war so wirklich mein Highlight, wo ich mir dachte, oh mein Gott, ist das krass, wie kann sowas sein? Das ist als kleiner Fliegensiss auf YouTube gesehen, sowas machen darf. Und das wäre erst wahnsinnig krass und das hätte ich auch ohne euch, die Community, nicht geschafft. Und ich habe so dermaßen viele positive Sachen in den 6 Jahren erlebt. Ich meine, ich bin mit 13 gestartet, bin jetzt bald 20. Das ist erst wahnsinnig, wie viel Zeit ich in Gamer Couch rein investiert habe. Und dementsprechend wäre ist es quasi den Channel gehen zu lassen und zu sagen, wir machen einen Cut und es geht auf einen neuen Channel weiter. Denn auch für mich ist das ein Cut, ein Lebenseinschnitt. Der Germakos hat mich 6 Jahre lang eigentlich täglich in meinem Leben begleitet. Ihr habt mich täglich 6 Jahre lang begleitet. Dem ist ein bisschen krass, jetzt zu sagen, okay, Germakos ist vorbei und es geht mit dem neuen YouTube-Channel los. Aber ich bin positiv in die Zukunft. Denn immer wenn eine Tour zufällt, fällt eine neue Tour auf, wie es uns sagt. Bevor es noch hier poetisch wird, will ich damit nur sagen, ich bin mir sicher, da ein YouTube-Channel wird gut ankommen, denn wir haben viel Cooles geplant. Ich könnte erst total ins Detail gehen, will ich aber gar nicht. Eben weil wir noch so viel Tolles vorhaben, ihr am Samstag direkt von erfahren werdet. Also seid Samstagabend beim Stream dabei, beim Auftaktstream von deinem YouTube-Channel. Das wird so dermaßen wild werden, ihr könnt es mir nicht glauben. Und ich bedanke mich an dieser Stelle noch für die 100 Abonnenten, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 Abonnenten, die ich auf YouTube erreicht habe. Gut, 1200 war es aber nicht ganz, aber trotzdem immerhin erst viele. Und dafür will ich mich wirklich an dieser Stelle nur bei allen bedanken. Es ist erstens selbstverständlich. Es ist dunkel geworden, die Sonne ist untergegangen, mir wird kalt, weil es schon seit einer Stunde hier ist, der Aufnahme macht. Ich muss nämlich auch ein paar Tags lassen. Aus welchen Ursachen rauskarten, weil es halt erstens einfach ist, über das zu reden, weil es für mich wirklich emotional ist, weil es 6er Gamer Couch ist, jetzt einfach vorbei sind. Und dahingehend wirklich nochmal danke. Ich muss mich da kurz halten, weil ich Angst habe, dass das Speisegleis wieder weg ist. Aber dahingehend nochmal danke, danke, danke für 6 tolle Jahre Gamer Couch. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und vielleicht lade ich auch nochmal Best of 6er Gamer Couch hoch. Aber hey, es ist kein Auf Wiedersehen, es ist kein Goodbye. Denn, wie sagt man so schön, immer wenn eine Tour zufällt, geht irgendwo eine neue auf. Und das wird sie auch bei einer neuen YouTube-Channel. Und ich hoffe, dass wir auch da bald sagen können, danke für 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200 Abonnenten, was ungefähr ein Status war, den wir jetzt hier auf Gamer Couch hatten. Mich würde es freuen, wenn natürlich genauso viel Zeit und Spaß und alles daran investieren werden. In dem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns ab Samstag auf unserem neuen YouTube-Channel, wo es Restzeitinformationen dazu raushauen werde, wo da ist, auf WhatsApp, in Discord und natürlich auch auf YouTube, damit ihr Bescheid weißt. Nähere Informationen dann dementsprechend dann. Und ein letztes Mal sage ich danke fürs Zusehen für meinen YouTube-Channel Gamer Couch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!